Hallo Jacqueline, vielleicht kurz zum Vorstellen, wer mich kennt. Ich bin der David Gallus, ich bin Geschäftsleitungsmitglied von der SP Stadt Zürich und Ökonom von Beruf. Und du bist bekannter unter uns, Jacqueline Baderan, Nationalrätin aus der Stadt Zürich und im Nationalrat in der Wirtschaftskommission, oder? Mhm. Und dort, live mit dabei, wo jetzt gerade die wichtigen Entscheidungen gefällt werden. Unter anderem auch, da werden wir später dann nachher noch darauf zurückkommen, auf Mieten. Um vielleicht irgendwie anzufangen mit Zeichen, dass heute auf das Gespräch zur Corona-Krise und vor allem die wirtschaftlichen Auswirkungen am Tag, wo die erste Lockdown gelockert wird einerseits und auf der anderen Seite glücklicherweise auch Corona-Fallzahlen laufend am Zurückgehen sind. Also es ist das erste Durchschnaufen, was die gesundheitliche Krise anbelangt, obwohl einzelne Epidemiologen schon wieder warnen, dass eine zweite Welle könnte bald vor der Tür stehen. Aber mittlerweile ist es vor allem auch, dass die wirtschaftliche Krise, die sehr, sehr, sehr schwer lastet. Wir haben einen Einbruch von der Wirtschaft um fast 40%. Das BIP wird wahrscheinlich das Jahr um 7% sinken, so die Prognose vom SECO. Wir haben steigende Arbeitslosigkeit, fast ein Drittel von allen Beschäftigten in dem Land, die auf Kurzarbeit sind. Das ist eigentlich eine massive Krise, eine, die die Schweiz selten so gesehen hat. Jetzt trotz der negativen Krise, vielleicht irgendwie darum anfangen, was irgendwie gut gelaufen ist. Also ich muss ja sagen, es war vor allem der Bundesrat, der bisher Politik gemacht hat. Das Parlament hat sich leider ein bisschen verabschiedet. Ja. In der Wirtschaftspolitik und allgemein in der Politik in der letzten Woche. Und, aber trotzdem, bevor wir das anschauen, was nicht so gut funktioniert hat, mal einen Blick darauf, was gut funktioniert hat. Und vielleicht fange ich gerade mal an, was ich als einen großen Erfolg finde von der jetzigen Krise, ist eigentlich, wie schnell dass es geklappt hat, dass man Kurzarbeit aufgefahren hat und erleichtert hat. Und damit eigentlich trotz dem Einbruch, wo mit dem Lockdown und mit dem Coronavirus im Zusammenhang steht, ein Einkommen auf ganz, ganz viele Leute können sichern. Ich glaube, man kann in anderen Ländern schauen, was passiert, wenn man das Mittel von der Kurzarbeit nicht hat. Was dann passiert, zum Beispiel in den USA, wo Arbeitslosenzahlen aufgeschnellt sind, enorm stark, wo Leute ihre Existenz innerhalb von wenigen Tagen verloren haben und wo einfach einerseits die Institution von der Kurzarbeit nicht kennt, aber auch nicht den politischen Mut gehabt haben, so etwas auf die Beine zu stellen. Und das macht einen großen Unterschied aus und federt die wirtschaftliche Krise stark ab. Und wie ist das bei dir, Jacqueline? Was ist das, was deiner Meinung nach am besten funktioniert hat? Ja, ich denke mir, am besten funktioniert hat, dass eigentlich nur der Bundesrat entschieden hat. Ich denke mir, hätten wir ein Zoffe gehabt im Parlament, wie es sich jetzt wieder abzeichnet, dass wir nicht fähig sind, schnelle Lösungen zu finden, weil die üblichen parteipolitischen Gezänke nicht mitspielen, bin ich eigentlich als extrem überzeugte Direktdemokratin froh, dass wir eigentlich so ein Regime hatten. Wobei man natürlich noch muss sagen, es sind ja nicht nur, es war ja nicht der Bundesrat gewesen, sondern die Krise zeigt wieder mal ganz, ganz, ganz offensichtlich, wie stark wir ein korporatistisches System haben. Also Corporations sind, Korporatismus kommt von dort, sind extrem stark involviert gewesen. Also die Kreditlösung ist von der Banken gekommen, logischerweise. Die Sozialpartner sind auch da ganz, ganz stark im Driver-Seat gewesen, also im Cockpit. Und überhaupt die grossen, gewichtigen Verbände haben doch sehr etwas zu sagen gehabt. Also so, der Bundesrat ist nicht wie allein gewesen, sondern er hat also gewichtige Einflüstere gehabt. Ja, aber du hast es gesagt, Kurzarbeit ist ein Segen, ist sie schon immer gewesen. Das ist wirklich das gute Abfederungsinstrument. Allerdings muss man auch sagen, es hat auch gezeigt, wie fest unsere Welt rund um Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Lohnabhängige,
Lohnausweis umbauen ist. Weil die Selbstständigen, die sind doch tatsächlich, also die, die nicht irgendwie in einer AG oder in einer GmbH oder so konstituiert sind, wo auch sehr, sehr stark betroffen waren, die sind zumindest am Anfang und bis und mit jetzt eigentlich zu allen Maschen rausgefallen. Und da sieht man auch, dass die Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaftsverbände sich sehr stark um die klassische, natürlich, es betrifft auch die Mehrheit der Leute, die ganz normal organisiert sind oder konstituiert sind in Form von AGs und mit Lohnausweis und allem. Und für die ist es sehr, sehr schnell eine Lösung gekommen. Und das ist wirklich die kurze optische Säge. Andererseits hat es dort auch, also sagen wir es mal so, das Zweite, was schon auch gut ist, ich denke mir, die unkomplizierten Kredite, wenn ich sehe, wie das in anderen Ländern läuft, das war der Vorschlag gewesen, natürlich von den Banken. Und muss auch sagen, was deren ihre Motivation war und was es eigentlich ist. Sie und auch die Arbeitgeber natürlich, also Kapitaleigentümer, haben sich natürlich vom jetzigen und vor allem auch vom künftigen Kreditrisiko befreit. Das haben sie jetzt an die Allgemeinheit eigentlich ausgelagert. Das werden wir tragen, weil der Bund garantiert ja für all die Kredite. Bei den grossen Krediten sind es 85%, die man garantiert. Aber immerhin, Banken haben natürlich ihr Kreditausfallrisiko los, aber auch Kapitaleigentümer, die können jetzt zum Nullzins neue Kredite holen oder ihre alten auch ablösen. Das ist nicht in dem Sinn. Es ist zwar verboten, eine Ablösung direkt zu machen, aber Kredite, die auslaufen und Kredite laufen aus, die haben eine Laufzeit und die sind nicht sehr lang, die natürlich auslaufen von allein, die können ganz legal dann eigentlich abgelöst werden. Und das ist, sagen wir mal so, fürs Kapital ein Segen, wo das haben können verdingseln. Aber man muss schon auch sagen, es ist doch ein hilfreiches Instrument, um die Liquidität können zu behalten, insbesondere natürlich für den Investitionsgütersektor. Der ist nicht zu unterschätzen, das ist die Maschinenindustrie, weil die haben natürlich aufgeschobene Erträge noch. Oder wenn ich heute eine Maschine mir nicht abgekauft wird, wird sie dann halt übermorgen abgekauft. Also die haben eigentlich wirklich das Überbrückungsphänomen anders gesetzt aus bei den Kleinen, die betroffen sind. Wir haben ja vor allem eine Wirtschaftskrise von den Kleinen, total unüblich. Normalerweise fangen die Krisen oben an, hat man irgendeinen Schock, einen Währungsschock oder einen Ölpreisschock oder Konjunktureinbruch allgemeiner Art. Und dann sickert so langsam von oben, zuerst mit die Grossen getroffen, und dann haben die Leute die Arbeitslosigkeit, und die Leute weniger Grosswert zu essen und am Schluss ist der kleine Coiffeur und das Restaurant und das Lädeli betroffen. Jetzt ist es umgekehrt, jetzt ist eigentlich zuerst der Coiffeur wieder Restaurants, bei den Läden und so weiter, also die Krise von der Kleinen, von der Physiotherapeutin, von also all die Eventbranchen übelst betroffen, ist auch ganz viele kleine Akteure gehuselt, dort von Tontechniker bis zum Lichttechniker, bis zu denen, die Bühnen bauen, das sind fast alles selbstständige Einzelmasken. Habe ich also auch frisch gelernt, dass die Branche sehr filigran, vor allem unten raus organisiert ist. Und die hat es zuerst betroffen. Und die sind die, die nicht aufgeschobene Einnahmen haben, sondern die sind weg. Ich gehe nachher nicht dreimal, also am Mittag drei Schneidbrust essen oder schneide mir nicht dreimal so viel Haar nachher. Also das sind wirklich weg. Und die hat es schwer getroffen. Genau. Und für die ist aber auch Kurzarbeit hilfreich und dort, jetzt kommen wir dann vielleicht noch zu den Lücken. Also, Kredit ist zu relativieren, okay, Kurzarbeit ist ein Segen und auch, dass man die Erwerbsersatzordnung geöffnet hat, auch ein bisschen spät, aber auch immerhin für indirekt Betroffene, das ist auch gut. Also so, sagen wir mal so, das Thema Existenzsicherung oder das wirtschaftspolitische Ziel von der Existenzsicherung hat man mehr oder minder bei allen Härtefällen, die es immer noch gibt und bei allen, die immer noch die Maschen gehen, aber im Wesentlichen hat man die Existenzsicherung erreicht
Anders sieht es aus beim Ziel der Strukturerhaltung. Ja, ist, ich sehe es ähnlich, oder? Also, was du gesagt hast, oder, dass vor allem mal die Hauptbranchen und die normalen Arbeitnehmenden zuerst einmal gesichert worden sind mit der Kurzarbeit und dann auch alles, was unübliche Beschäftigung ist, also übrigens bei den Arbeitnehmenden auch, oder? Es hat eine Zeit gebraucht, bis die temporären dann auch noch abgedeckt worden sind. Die Arbeit auf Abruf und all das. Genau, alles genau. Ist, das sind ja auch die, die wir ja trotz Kurzarbeit, der massiven Kurzarbeit, immer noch steigende Arbeitslosenzahlen. Das sind vor allem die Leute, oder, die am prekärsten eigentlich unterwegs sind, die jetzt da getroffen werden. Und das andere sagst du richtig, das sind bei den Selbstständigen und bei den Unternehmen, die eben nicht aufgeschobene Einnahmen haben. Ich glaube, dort ist ja dann nachher auch, also ist das Kreditinstrument einfach auch nicht die beste Lösung, meiner Meinung nach. Wir auch schneller mal müssen überlegen, ob man nicht Direktzahlungen ermöglichen will. Das kann man ja immer können auch an Bedingungen knüpfen, oder wenn man in Zukunft Gewinn macht, dass man das doch wieder zurück muss zahlen. Aber mit diesen Krediten allein ist es oftmals nicht da. Also vielleicht noch einfach zu der Lücke in der Kurzarbeit. Also dort ist eins, was mich extrem stört. Und das ist schon auch noch ein bisschen schräg, dass gerade die Linken sich so massiv einsetzen für das. Dort ist es ja so, dass wenn ich ein AG habe oder eine GmbH und ich bin Inhaberin oder Inhaber ähnlich, das heisst in der Geschäftsleitung und maßgeblich beteiligt an dem Geschäftserfolg, respektive und dann ihren Ehegatten und Partner, die zahlen immer auf den vollen Lohn ALV, also Arbeitslosenversicherungsbeiträge, sind aber ausgeschlossen vom Bezug von Arbeitslosigkeitsgeldern. Und die Philosophie dahinter ist, weil die können ja den Unternehmerlohn bestimmen und können sich wahnsinnig Dividenden ausschütten und so. Und können ja auch selber den Lohn bestimmen und die sollen nichts kommen, aber solidarisch zahlen. Das ist ein bisschen ein antiquiertes Bild, weil das ist immer noch das Bild vom Mercedes-fahrenden Patron, der ein Swimmingpool daheim hat und in einer Wolke oben in der Lohnklasse ist. Das trifft für die moderne Wirtschaft aber sowas von nicht zu. Das ist die komplette Ausnahme. Das gilt für die IT-Branche, das gilt für tausende von Branchen im KMU. Wir haben 580'000 KMUs in dem Land, die unter 10 Beschäftigte haben. Und nochmal etwa 50'000 KMU, wie zum Beispiel Mies, die zwischen 10 und 50 Beschäftigte hat. Das ist eine riesige Menge. Das ist eine riesige Menge, also 95% der Firmen in dem Land sind einfach so klein. Und dort ist es nicht so. Und das gibt ganz viel mit tiefen Margen. Unten raus hat einen dauernden Konkurrenzkampf. Und das ist symptomatisch für unsere Wirtschaft. Oben Oligopolisierung, also immer weniger bei den Konzernen. Oben eine Konzentration von der Macht und der Marktmacht. Eben Oligopol und unten ein tobender Wettbewerb, der einem die Margen wegfrisst. Also, und die, also jetzt zum Beispiel kleine Restaurantbesitzer, der mit seiner Frau ein Restaurant betreibt, in Bern zum Beispiel, klassischer Familienbetrieb oder der Drucker, der jetzt keinen Auftrag mehr hat, der mit der Familie einen Betrieb führt, 8 Leute oder so irgendwie etwas, die kriegen jetzt normalerweise nichts. Jetzt hat man neu eingeführt, dass die Pauschale von 3'320 Franken bekommen. Und das ist nicht existenzsichernd. Und die haben auch für Monate Ertragsausfall und können sich so ihre Existenz nicht sichern. Und ich finde das wirklich wie ein bisschen ohrfähig an alle KMU-Chefinnen, Chefs, Inhaberinnen, Inhaber. Weil das sind auch die, die, wenn es schlecht läuft, sich zuerst den Lohn selber kürzen und den Gürtel länger schnallen. Da kenne ich tausende von Beispielen, inklusive bei mir selber. Und dass man dann nicht sagt, zumindest so ein bisschen EO, also auf dem Erwerbsersatzordnungsniveau, wo dann etwa 5'800 Franken kriegt. Und wir haben das wieder eingesetzt. Das ist in der Wirtschaftskommission abgelehnt worden. Also, und warum? Die Motivation war, bloß kein Staatsgeld auszugeben. Und die sind doch unwichtig. Die KMU sind uns nur in der Sonntagsrede wichtig. Und das hat es wirklich gezeigt. In der Sonntag sagt, oh, KMU, die Stütze von unserer Wirtschaft und bla 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 und die Selbstständigen und so. Und wenn es dann darauf ankommt, dann sind sie einfach quasi im Weg.
Und das hat mich doch schon mögen. Jetzt ist gerade rausgekommen, oh, das darf ich gar nicht sagen, aber ja. Das ist ein Kommissionsgeheimnis. Aber eigentlich, oder die Linke haben gefunden, so geht das nicht. Und die Rechten, also Bürgerlichen, sogenannte Bürgerlichen, die nicht mehr mit Bürgerlichen zu tun haben, haben gefunden, ja komm, die sollen doch, die haben doch ein bisschen erspart und die können doch selber schauen. So. Ja, der Punkt ist ja auch, also es gibt ja nicht nur bei die Selbstständigen und auch KMU sind ja nicht ein einheitlicher Block, da gibt es ja auch ganz grosse Unterschiede. Oder? Also zum Beispiel die Einkommensunterschiede bei den Selbstständigen sind noch grösser als bei den Arbeitnehmenden. Es gibt ja, ganz tiefe Einkommen erzielt und dann nachher die wenigen, die grosse machen. Und es gibt also insgesamt, es ist jetzt ein anderes Thema, aber da könnte man auch wieder aufgehen, da ist dann nachher bei der Besteuerung. Also wenn du ein KMU hast, wo viel Gewinn machst, wenn du zu den wenigen gehörst, die dort oben geht, dann nachher ist es ist Steuerrecht und Sozialversicherungsrecht auf dich zugeschnitten. Und wir denken beispielsweise an die Teilbesteuerung von den Dividenden etc. Und dort ist in dieser Logik denen nicht nur etwas zusätzlich. Ja, nein, da reden wir wirklich von KMU, der Grössenordnung von einem Arbeitgeberpräsident Vogt mit Tausenden von Mitarbeitern, mit 600 Mitarbeitern, reden wir von denen. 95% der Firmen in unserem Land zahlen keine oder unter 10'000 Franken, also irrelevant Steuern. Mir nützt eine Steuersenkung von 1'000 Franken mehr oder weniger oder 2'000 von meinen 10'000, die ich zahle, mehr oder weniger zahlen, ist irrelevant bei mir. Ich habe eine 250'000 Lohnkosten jeden Monat und muss schauen, dass ich Aufträge anschleppe für die 250'000. Mein Lohn, allein mein Lohnfixkostenblock, die ganzen Steuergeschichten, die sind eben nicht auf mich zugeschnitten, sind eben immer noch auf die Grossen zugeschnitten. Und klar, mit der Dividendenpolitik, natürlich hat es Anwälte gegeben, die dann eine AG gegründet haben und sich Löhne in Form von Dividenden ausgeschüttet haben. Aber ich sage dir, ich bin in der IT-Branche. Und wenn ich meine Branche anschaue, kenne ich niemanden, der überhaupt in grossem Mass Dividendenpolitik machen kann. Weißt du warum? Nur schon, wir können es selbst, ich will es ja gar nicht. Aber selbst wenn wir es wetten, kannst du nicht, weil du musst das, was du als Gewinn erwirtschaftest, an deine Mitarbeiter geben. Und warum musst du das? Weil, also in Form von Boni oder in Form von eben variablen Anteil an Löhnen. Warum? Weil die gehen sonst zum Grosskonzern. Weil in den Grosskonzern wird einfach bis zu 30% mehr Löhne gezahlt. Und wir sind margenschwach. Ich sage das, tobende Konkurrenz. Dass wir überhaupt Gewinn machen, ist schon das Ding. Und das noch als Dividenden ausschütten, ist eine völlige Schreibtischvorstellung von, wie die Wirtschaft heute funktioniert. Ja, das müssen vielleicht mal Gewerkschaften auch einsehen. Und dann auch sich einsetzen dafür, dass die Inhaber und die Inhaberähnlichen. Nein, weißt du, oder ich meine, bei den vielen Familienbetrieben, die wir haben, und das ist nochmal eine Krise von der Kleinen, ist das einfach nicht angemessen. Und das Gleiche ist auch in der EO, dort ist natürlich eine Bemessungsgrundlage, die ein Problem ist. Also, wenn du Coiffeuse bist, selbstständig und das letzte Jahr ein Kind bekommen hast, 14 Monate Mutterschaft gemacht hast und damit deinen Laden geschlossen hast und du durch das im letzten Jahr einen kleinen Umsatz gehabt hast. Also ich kenne Fälle, ich habe tausende von Zuschriften bekommen. Ich bin so richtig die Klagemauer der Nation irgendwie geworden, die dann 30 Franken pro Tag EO bekommen. Oder? Und das ist auch nicht ganz existenzsicher. Einfach das zum Thema Existenzsicherung, eigentlich grundsätzlich ja. Und es hat aber gleich viele Lücken, eben auch die indirekt Betroffenen, all die. Und das sind halt im Vergleich zu denen mit dem Lohnausweis und klassisch und so, sind das zwar wenige, aber in absoluten Zahlen reden wir da halt gleich von ein paar hunderttausend Leuten, wo sehr arg gebeutelt sind, eigentlich. Genau, also es geht ja auch noch über das über, also das teile ich völlig bei dir, also dass es eben noch zu viele Lücken hat und eigentlich die, die mit wirklich gestopft werden, dass die Existenzsicherung bei allen nachkommt. Das Ganze bleibt, also gibt ja auch noch bei der Kurzarbeit, gibt es ja auch noch Lücken. Oder? Es ist ja gerade, wenn du einen sehr tiefen Lohn hast, also wenn du die persönliche Dienstleistung unterwegs im Detailhandel, der einen tiefen Lohn jetzt nicht hast können arbeiten gehen, dann nachher 20% von 4'000 Franken, das ist sehr wenig. Und die sind jetzt ja auch gerade die, die gesund sind. 4'000 wäre es ja noch. Ich habe jetzt gerade gestern glaube ich,
habe ich eine Zuschrift bekommen von einem, und das ist hochbrisant heute, nachdem man massive Wirtschaftshilfe in Swiss beschlossen hat. Und zwar ist das eine von einem Cabin Crew, also ein Flight Attendant Mitglied. Und der hat mir ein Mail geschrieben und geschrieben, hey, look, wir verdienen, also sind, glaube ich, 4.500 Mitarbeitende, die als Cabin Crew arbeiten. Die verdienen für einen 100%-Job 3.500 Franken. Mm. Und die haben jetzt in der Kurzarbeit hat ihnen der Arbeitgeber die 20% Ausfall finanziert. Und jetzt ist beschlossen worden, dass man angeblich, ist das letzte Woche beschlossen worden, dass man denen den Lohn auf 80% kürzt. Also das ist dann irgendwo noch 2.800 Franken. Und also ich bin schön verschrocken, wie wenig die verdienen. Ich habe das nicht gewusst. Mm. Und jetzt, und dann schreiben die natürlich, hey, look, 2.800, mit dem, wie soll ich, wenn ich da irgendwo in Zürich und oder in der Umgebung oder vielleicht jetzt in Lausanne oder in Genf irgendwie wohne, und ich meine, die meisten Cabin Crews, weil Claude halt Zürich ist, wohnen in Zürich und in der Umgebung, wo du höllische Mieten hast, die können ihre Existenz nicht sichern. Und also irgendwie finde ich so Hilfe. Und das, aber, und dann schlägt auch, ich habe dann eben zurückgeschrieben, ja, wir werden kämpfen für das, weil die SP hat ja einen Vorstoß hängig, dass man sagt, Leute, die unter einem Medianlohn verdienen, dass man denen soll 100% geben aus der Kurzarbeit. Und also, wir werden auch. Das ist 6.000 haben, das ist so ungefähr. Wie? Das ist etwa ja. Weniger als 6.000 auf 100%. Genau, danke für die Ausführung. Genau, dass wir dort 100% haben, aber ich meine, wir haben dann eigentlich ihm zugeschrieben, wir würden das gerne. Er hat das gewusst gehabt, hat das mitbekommen, hat das gut gefunden, das ist auch im Mail gestanden. Und dann habe ich gesagt, wir haben einfach die Mehrheit nicht in dem Land und wir werden keine Mehrheit finden. Weil, oder ihr müsst einfach wissen, alles, was jetzt passiert ist, raus aus der Kurzarbeit, raus, weil die Schulden, wo jetzt der Staat macht, um die Kurzarbeit finanziert, das wird vermutlich über Steuergelder finanziert und nicht über Lohnbeiträge, also die zusätzlichen Milliarden und Abermilliarden von Ausgaben. Und jetzt will man einfach möglichst raus. So ist auch der Druck auf die Beendigung des Lockdowns auch zu interpretieren. Und zwar nur so, das ist nicht für die kleinen KMU gedacht. Das ist gedacht, dass die Leute aus der Kurzarbeit genommen werden und dass der Schuldenberg nicht zu gross wird, weil die Schulden von heute, die der Staat macht, sind Steuererhöhungen oder die Steuern von morgen. Und Leute wie Frau Matullo Blocher will das natürlich nicht. Darum kämpft sie also an vorderster Front für eine schnelle Öffnung. Und dann habe ich eben dem Typ von der Cabin Crew zurückgeschrieben, hey, look, es ist halt schon so. Also, weißt du, wir haben Mehrheiten nicht. Und wir haben zum Beispiel auch eine Mindestlohninitiative gehabt, wo wir Hochkampf verloren haben, wo die Gewerkschaften und die Linken zusammen gemacht haben. Und da muss ich dann halt schon auch sagen, und wo sind denn da Gewerkschaften, oder? Ich meine, die Piloten sind super gut organisiert, also das Cabin Crew und Bodenpersonal weniger. Und da frage ich mich dann manchmal schon, wo sind die Leute wie vorher gewesen? Und es sind so viele Leute, wo mir schreiben und von ihren prekären Bedingungen schreiben. Und ich bin ja sehr, wie soll ich sagen, sensibel auf dem Thema und ich glaube, ich habe immer geglaubt, ich wüsste noch viel über das. Aber ich habe so viel gelernt in den letzten Wochen über prekäre Arbeitsverhältnisse. Und ich so, yes, Gott, das gibt es das gibt's auch noch. Yes, das mache ich. Also ich bin schon ein bisschen verschrocken. Und gleichzeitig finde ich dann, Gott, die organisieren da immer. Und wieso sind wir dann nicht auf unserer Seite? Aber so wählen wir dann so Klöne, die euch nicht helfen. Ja. Das ist ja in vielen Krisen, das sind immer auch ein bisschen ein Vergrößerungsgras, was sonst schon schief läuft in der Gesellschaft. Und das zeigt jetzt einfach wieder auch, in der Schweiz gibt es ganz viele Leute, die eigentlich sehr prekär unterwegs sind, sehr wenig oftmals einfach irgendwie zwar schon genug gerade haben zum Leben, aber wenn mal der Lohn für 2 Monate wegbricht, dann nachher ist es ein Problem, jetzt zu einer größeren existenziellen Frage. Keine Reserve. Es ist unglaublich, wie wenig Reserve, aber auch wie viel Druck um ist, ohne, eben, ich sage es nochmal, ohne den Toben die Web. Zum Beispiel ein Ton Lichttechniker hat man geschrieben.
Und der ist ja natürlich massiv betroffen von der Eventbranche, der ist selbstständig und so weiter. Und er hat mir gesagt, schau, unsere Margen sind total zusammengebrochen in den letzten paar Jahren. Weil auch in der Eventbranche hat es immer mehr so eine Professionalisierung gegeben. Es gibt schon viele börsenkotierte Firmen, die da alle fusioniert haben und sich so zu, wie soll ich sagen, marktmächtigen Gebilden. Und die können natürlich dann quasi, wenn die marktmächtig sind, und das wollen ja alle grossen Unternehmen, möglichst marktmächtig sein, dann kann ich höhere Profite wirtschaften. Das ist genau, dann kannst du, bist du Preis setzen und dann kannst du einfach unendlich Margen eigentlich holen. Und das ist natürlich der Grund, warum man oben raus in der Eventbranche, die grossen Konzertveranstaltungen und so, das ist eben nicht mehr wie noch vor 10 Jahren, wo noch ein paar Idealisten, das Gurtenfestival, gut, das ist noch, aber ganz viele Festivals sind so professionalisiert dran. Und die machen natürlich Druck unten auf die Löhne von den Leuten. Oder auch die, die grosse Kongresse machen und all das. Und da merkt man, dass unten bei den Leuten, bei den Kleinen, eben mit all diesen vielen Tausenden und Abertausenden Einzelmasken, die Margen zusammenbrechen. Und dann sagt aber gleichzeitig, erwartet man, es ist relativ investitionsintensiv. Ich muss immer die neueste Technik haben, ich muss immer die neueste Software haben. Und also sie investieren mehr, kommen aber weniger dafür rüber. Und das ist so, ich so, oh wow, okay, interessant. Also weißt du, da hast du Inside die Branchen, um die man sich jetzt so landläufig nicht so wahnsinnig kümmert. Und da bin ich also auch was die Restaurant und Coiffeur, was denen ihre Existenzbasis ist, das ist also sowas von dünn und sowas von keine Reserve können machen. Da bin ich dann schon sehr befremdet, wenn mir dann gewisse Leute, die dann im Driver Seat sitzen in Bern, ich rede jetzt von gewissen Verbandspräsidenten, ohne Namen zu nennen, die mir dann sagen, was ist daran? Ich bin schon sehr erstaunt, wie wenig resilient, also das heißt widerstandsfähig, die ganzen Branchen so sind. Also wir haben doch noch gelernt, man tut doch in den guten Zeiten zurücklegen für die schlechten Zeiten. Wieso das niemand macht, dann sage ich, ja, wissen Sie, weil eben die meisten Leute nicht in ihrer Lohnkategorie sind. Und wenn ich 5'000 Franken einnehme, dann kann ich auf die Zeit tun, aber dafür gehe ich nie in die Ferien. Okay, ja, vielleicht. Das ist halt schon... einfach Fakt ist, 50% der Schweizerinnen und Schweizer haben kein oder ein negatives Vermögen. Also klar, das ist einfach in der Hypothek geschuldet, aber gleich. Es ist einfach, die reiche Schweiz ist sehr ungleich verteilt, was die Leute so auf dem Konto haben. Und schon eine Zahnarztrechnung, eine höhere oder so, kann die Leute wirklich zur Bahn auswerfen. Und das ist etwas, was man sich anschauen muss. Ja, das ist ein bisschen die Arroganz von der Schweizer Wirtschaftselite, die sich auch ausdrückt, wenn man einen namhaften Korrespondent von der NZZ, der sich auch sehr ähnlich geäussert hat. Was? Oh ja, genau. Wieso hätte ich nicht mehr Geld auf der hohen Kante? Das ist so. Das lässt sich dann auch einfach schreiben, wenn man sich so im Luxus-Lockdown zuhause befindet. Ja, genau. Ganz genau. Aber vielleicht mal auf ein anderes Thema zu gehen. Also ich habe gemeint, es braucht mehr bei der Kurzarbeit, bei der Hilfe für die Selbstständigen, nicht nur mit Kredit. Was sicher weiter braucht, ist einerseits dann noch eine ganze Frage, vielleicht noch kurz ansprechen von den Mieten, oder? Eben nicht die einzigen Nutznießer sozusagen in dieser Krise die grossen Immobilienkonzerne sind, wo sich da wo die ganze Mieten betrifft. Also man muss einfach mal etwas Grundsätzliches festhalten. Ich meine, in dieser Krise, das Kapital wird sich einigermaßen schadlos halten und die Arbeit wird es zahlen, um das in diesen beiden Produktionsfaktoren auszudrücken. Wir haben die Banken, jetzt nehmen wir die Schweiz, die haben sich jetzt gerade ihr Kreditausfallrisiko an den Staat delegiert. Wir haben Versicherer, die sich weigern zu zahlen, also fast alle, aus zum Beispiel Mobiliar, die sich weigern, die meisten Firmen, das habe ich auch, wir haben eine Betriebsunterbruchsversicherung. Und die tut eigentlich den Betrieb weiterfinanzieren, wenn man zum Beispiel wegen Hagel oder Feuer oder so. Und dort ist Epidemie ausdrücklich auch versichert. Und jetzt sagen die Versicherer, also Global Players, AXA und Co., die sagen jetzt natürlich, oh nein, das ist eine Pandemie, das ist keine Epidemie und darum ist es nicht versichert.
Und die hocken jetzt irgendwie in Bern, da schöne grosse Gremien. Und da hat der Bundesrat natürlich Verständnis, wenn man da global, das müsste zahlen, wäre das ja ganz schwierig. Und die hacken jetzt mit dem Bundesrat Produkte für die Zukunft aus, wo sie sich dann wieder können irgendwie gute Nase verdienen. Aber sie haben sich rausgenommen aus der Mitfinanzierung von dieser Krise. Und jetzt haben wir die Immobilienbranche, die einfach nicht gewillt ist, den Mietnachlass zu machen. Und jetzt müssen wir einfach die Miete noch einordnen. Das ist nicht einfach, weil das jetzt ein Steckenpferd ist, die Behörden und die Immobilienpolitik. Sondern, wir haben ja wie gesagt, eigentlich eine Krise von der Kleinen, mit wenigen Ausnahmen, von betroffenen Branchen oben raus. Also sind auch die grossen Ladenketten betroffen, natürlich, die globalen. Die Exportindustrie, aber... Ja, ist klar. Ja, und Tourismus, dort hat es auch ganz grosse Big Players. Aber auch so in der Fläche ist die Krise von der Kleinen. Und dort ist nachdem... die Lohnkosten ja einigermaßen abgedeckt sind über Kurzarbeit, Gott sei Dank, also die Existenz von, der, von denen, die arbeiten, in dem Sinn gesichert ist und über DEO oder über die ALV, jetzt bleibt einfach nur ein Fixkostenblock. Und der Fixkostenblock ist jetzt neben Versicherungen und Leasingverträgen und so, ist das einfach Mieten. Und das ist einfach bitter, wenn Margen schwach sind und die Branchen, Gastronomie, Coiffeur, Detailhandel und so weiter, die zeichnen sich durch Margenschwäche aus und durch einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Mietkosten. Also ein Laden oder ein Coiffeur und Ding zahlen viel mehr Anteil an Mieten, wie jetzt zum Beispiel ich, wo einfach ein Büro habe. Dort sind Mieten so 5% vielleicht von allen Fixkosten und bei den bei den Restaurants und bei den Läden und bei den Coiffeuren ist das zwischen 40% und 50% kann das sein. Und das ist dann brutal, wenn du das noch musst zahlen, ohne dass du einen Rappen Einnahmen hast. Rechtlich ist es meiner Meinung nach klar, dass das nicht geschuldet ist, aber da wird es natürlich klar, dass die Hauseigentümer da Gegengutachten gemacht haben, um ein bisschen Zeit zu schinden. Und jetzt, haben wir, jetzt kommt die Immobilienbranche und sagt, hey, tünt euch doch verschulden, für das gibt es doch die Kredite. Ah, aber jeder gescheite Ökonom sagt, und das sagt auch der Chef vom Konjunkturforschungsstelle, und das sagt auch jeder vernünftige Ökonom, sogar neoliberale Ökonom an der Uni Zürich, dass man sich nicht sollte unproduktiv verschulden. Weil die Schulden von heute, wo die Privaten machen, also wenn jetzt der Restaurant sich verschuldet und Mieten nicht zahlen oder die kleinen Coiffeurs, macht das vielleicht fürs Einzelne nicht wahnsinnig viel aus, aber in der Summe sind die Schulden die fehlenden Investitionen vom morgen. Und gerade Restaurants und Läden sind relativ investitionsintensiv, also Innenausstattung und Dinge, die sind meistens der Rohmiete und haben ihre Ausstattung auch noch selber bezahlt und sollten die immer wieder ein bisschen erneuern und so weiter. Und das wird nicht passieren. Und das ist für den Konjunkturaufschwung. Gerade so, wirkt einfach den Konjunkturaufschwung ab. Und das sind jetzt nicht einmal Gerechtigkeitsüberlegungen, sondern rein ökonomische Überlegungen. Es macht nicht Sinn, dass man sich verschuldet, um unproduktiv in die Vergangenheit Fixkosten zu decken. So eine Verschuldung macht dann Sinn, wenn es zukunftsgerichtet ist zum Erhalt von der Unternehmung, weil ich zum Beispiel aufgeschobene Gewinne habe, also typischerweise für die Maschinenindustrie oder so, aber sicher nicht für, den, für das kleine Restaurant. Und da muss ein Mieterlass kommen. Ich bin strikt dagegen, dass der Staat die Miete nicht zahlt. Ja. Ich habe eine 70-30-Lösung vorgeschlagen, weil 30% sind die Netto-Kosten, die die Vermieter haben. Und jetzt setzen wir die eigentlich quasi auf Kostenmiete. Aber ja, die 70%, die rein Gewinn ist und der Überschuss ist, die sollen sie sich irgendwie darauf verzichten. Und das würde vor allem auch helfen zum Ziel vom Strukturerhalt. Wir haben ja zwei Ziele bei den wirtschaftspolitischen Massnahmen. Existenzsicherung und Struktur-Arbeitsplatzerhalt. Und wenn jetzt die Leute sich verschulden oder sagen, nein, ich will nicht Schulden machen, sondern Konkurs anmelden und ihre Geschäftstätigkeit aufgeben, dann werden wir Massenverschuldung haben und oder Massenkonkurs. Und das ist das Gegenteil von Strukturerhaltung. Und wenn wir ein Lädeli-Sterben haben, das wir eh schon haben, aber das noch beschleunigen, und wenn wir ein Restaurant-Sterben haben,
was wird an denen ihren Platz kommen. Da kommt der Mac-Optik, da kommt der McDonald's, also das ist jetzt metaphorisch, da kommen globale Restaurantketten, die eh schon sehr verdrängend sind. Da gibt es dann die Coiffeur-Ketten, die zum Beispiel in Deutschland schon gang und gäbe sind. Und unsere filigrane, familienstrukturartige, kleine Unternehmen-Ding, die gehen einfach unglaublich schnell weg. Jetzt kann man sich fragen, also Zyniker sagen, dann machen wir halt eine Strukturbereinigung. Das Zeug ist ja nicht effizient, die haben ja nicht einmal so Reserven. Die sollen doch verschwinden, wenn sie nicht mal fähig sind, 2 Monate oder 13 zu überbrücken. Aber hey, Leute, jeder, der das sagt, hat es noch nie selber gemacht. Der Schumpeter ist schnell zitronig. Hä? Der hat es noch nie selber gemacht. Hey, ich meine, please, oder bitte. Und ich meine, da frage ich mich, was ist uns das wert? Und dass wir jetzt so feige Söcke haben zu Bern, die so rückgratlose Siechen sind. Und ich meine, da haben wir noch kleine Nebenschub gegenüber dem klassischen Lobbyismus. Oder wir haben natürlich, oder? Ständerat bei der Wirtschaftskommission sitzen, und Herr Rettin, der ist Verwaltungsrat von einem Shoppingcenter. Der wird des Teufels tun, einen Teil mir der Last zu verlangen. Dann haben wir die meisten, sind vom HEF finanziert, ihre Wahlkämpfe und so weiter. Hauseigentümer und Bauwirtschaft und so. Also der Kuchen ist so extrem stark im Ding. Die werden sich immer irgendwie durchsetzen. Mhm. Und ich wiederhole mich nochmal. Jeden Moment erwähle ich bürgerliche Parteien, weil die doch so gewerbefreundlich sind. Die setzen ein unter jedem Titel. Schiessen die, Entschuldigung, ich muss es so primitiv sagen, schiessen die im Moment ein Gewerbe einfach an. Sie sind nicht für einen Mieterlass, sie sind nicht dafür, dass Inhaber und Inhaber ähnliche anständige Kurzarbeit kriegen. Sie haben sogar wollen, alles, was für Selbstständige ist, streichen. Also das, was über die Erwerbsordnung kommt und so weiter. Also alles, was den kleinen KMU jetzt so betroffen sind, aber auch nur ein bisschen geholfen hat, gegen das sind sie. Ich möchte vielleicht noch ein letztes Thema aufbringen, irgendwie in der ganzen Debatte und eine Schätzung zu folgen, werden die ganzen Massnahmen, die jetzt finanziert werden, etwa 30 bis 40 Milliarden kosten. Also es ist immer eine Prognose, sind ja immer ein bisschen den Finger in die Luft heben, man weiß. Ja. Und der Bund wird das kurzfristig mit einer Neuverschuldung müssen machen. Und jetzt ist die ganze grosse Frage, und was dann nachher mit diesen Schulden längerfristig passiert. Und ich würde nur etwas aufgreifen, was du vorher erwähnt hast, dass das automatisch zu höheren Steuern muss führen. Und ich möchte das in Frage stellen. Es gibt auch durchaus alternative Wege, mit diesen Schulden längerfristig umzugehen. Also ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist auch einfach die Art und Weise, wie man mit den hohen Schulden umgegangen ist nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ja auch eine schwere Krise war und sehr viel extra Staatsfinanzierung, die Schulden nötig gemacht hat. Und dort hat man im Prinzip immer mehrere Wege gefahren. Also die erste Variante, das erste, was man gemacht hat, war, man hat ein sogenanntes Wehropfer in der Schweiz verlangt. Das heisst, man hat denen, die besonders profitiert haben, hat man Sondersteuern abverlangt. Also hohe Vermögen in den Teil müssen, in zusätzlichen etwas abgeben. Ja. Dann nachher eine weitere Variante, die man dann nachher in dieser Zeit gemacht hat, ist halt auch einfach, sich aus den Schulden herausfinanzieren. Weil du Wachstum. Also das ist auch die Situation, der Punkt ist, Staatsschulden sind nicht das gleiche wie Kreditkartenschulden oder Hypothekarschulden, die ein Privathaushalt hat, sondern Staatsschulden kommt es vor allem darauf an, wie nachhaltig die finanziert werden können. Nachhaltigkeit heisst vor allem, wenn deine Wirtschaft schneller wächst, als dass du Zinsen musst zahlen auf deine Schulden, dann kann es sich tragen. Es gibt noch weitere Faktoren, aber das ist noch das Wichtigste. Das heisst, wenn du eine Wirtschaft schneller wächst als die Zinsen, die du auf deine Schulden wirst zahlen, dann wird der Gesamtschuldenanteil in der längeren Frist wird wie immer eine weniger wichtige Rolle spielen. Das ist zum Beispiel für die Schweiz eine sehr attraktive Lösung, die sowieso relativ wenig Schulden hat und die zusätzlichen Schulden ohne extra Finanzierungskosten eigentlich locker kann tragen. Gerade in einer Zeit, wo so tiefe Zinsen gezahlt werden. Also im Prinzip sind wir in einer Situation, wo es wirtschaftlich und finanzpolitisch ohne Probleme möglich wäre, die zusätzlichen Milliarden, die wir jetzt aufnehmen müssen,
also wo man im Übrigen, nur um das können einordnen, die 30 bis 40 Milliarden, die man da redet, das sind etwa 5% vom BIP, wo man zusätzlich verschulden. Und das hat für die Refinanzierungskosten auf Zinsen, die Risikoprämie, die der Bund muss zahlen, relativ tief, finde ich. Also, darf ich schon da einhaken? Ich bin bei dir. Es ist natürlich so, dass von linker Seite jetzt die Reichtumsteuer kommt und solche Sachen kommen und die Unternehmenssteuer. Ich glaube, ein kleiner Unterschied zu nach dem Zweiten Weltkrieg ist einfach unsere Globalisierung und der freie Kapitalverkehr. Und ich meine, irgendwie, es ist einfach tatsächlich, und das ist real, so ungern wie das hättet, es herrscht natürlich ein starker Standortwettbewerb diesbezüglich. Das ist einfach so. Oder? Du kannst nicht einfach sagen, die Unternehmenssteuer oder die Dividendenbesteuerung jetzt irgendwie weg. Also die exzessive Möglichkeit, ohne sich selber physisch zu verschieben, nur den Hauptsitz verlegen oder sein Konto irgendwo anders hin verlegen. Das ist für so undenkbar gewesen und heute ist das einfach State of the Art und Fakt. Und das Zweite, was ich sagen wollte, also ich meine, wenn wir jetzt einen Corona-Bond rausgeben, also der Staat würde Anleihen rausgeben, einen Corona-Bond, wie man so würde sagen, dann würde er daran verdienen, weil der würde das zu einem Negativzins. Und die Negativzinsen, die werden doch noch, also ich sage jetzt mal, mindestens 10 Jahre so bleiben. Weil wir, solange wir keine inflationären Tendenzen haben, was schon ein anderes Thema wäre, wird das so passieren. Und man könnte natürlich die Tilgung von dem Corona-Bonds zum Beispiel aus der Nationalbankgewinn finanzieren und so weiter, dann würde der Staatshaushalt 0,0 belastet werden, in keiner Art und Weise. Also es gibt tatsächlich Lösungen, die man könnte vorschlagen, um das zu refinanzieren. Und ehrlich gesagt, so ein Drama ist es nicht. Und vergessen wir nicht, der Staat ist immer noch der, der sich mit Abstand am billigsten verschulden kann. Die Schulden sind nominell, er hat es vorher gesagt, oder? Die sind 50 Milliarden und die bleiben 50 Milliarden, egal wie sich die Wirtschaft irgendwie entwickelt. Und das ist das, was du mit der Wachstumsfinanzierung gemeint hast und so weiter. Aber vorläufig an einem Corona-Bond würden wir sogar noch nicht verdienen, also Zinslast. Also wir würden Geld kriegen dafür, dass wir Geld geben. Wir dürfen immer nicht, was wir nicht vergessen bei dieser Schuldendiskussion, ist immer, was die Alternativen ist. Und das ist ja das, was Ueli Maurer und seine Freunde in der Wirtschaft wollen und die Matulla Brocher. Die wollen im Prinzip die Schuldenlast jetzt dazu nutzen, um können wichtige Dienstleistungen vom Staat abzubauen und anzugreifen und auch private auch können zu verschärfen. Ja. Ja. Und das müssen wir auf jeden Fall verhindern zu wissen. Und darum finde ich eben eine Corona-Bond-Idee eigentlich schon noch gut, weil sonst, wir haben nun mal nicht Mehrheit in dem Land, sonst wird das über Abbauprogramm finanziert, wobei es noch schwierig ist, weil man kann nur dort abbauen, wo man eine unbundene Kosten haben und das ist in der Bildung, das ist in der Agrarpolitik und das ist im Militär und noch vielleicht in der Entwicklungszusammenarbeit, oder? Und das sind Felder, in denen will man eigentlich gar nicht abbauen. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber es ist schon so, also das Kapital wird netto profitieren, die Arbeit wird schultern. Das sieht man jetzt, oder? Man mutet den kleinen Coiffeurs zu, sich zu verschulden, zu die Miete zahlen oder überhaupt alle die Selbstständigen, die Grafiker, die keine Aufträge mehr haben, weil die Events alle abgesagt sind. Er sagt, du kannst doch von deinem Ersparten leben und so weiter. Und alle Risiken, die an den Staat delegiert werden, jetzt haben die Swiss wieder geholfen. Es ist schon so, es ist sehr entlarvend. Und das, obwohl eigentlich das Kapital ja eigentlich besser rechnen kann, wie du und ich. Und wir alle zusammen, sie haben eigentlich auf alles Risiko. Wenn ich einen Kredit als Bank vergebe, habe ich eine Risikoprämie für ein Kreditausfallrisiko. Wenn ich eine Versicherung mache, wie zum Beispiel eine Epidemiologieversicherung, dann kassiere ich eine Risikoprämie, für wenn das Risiko eintritt. Vermieter, die Preise, das lernt man an jedem Immobilienmanagement-Kürzchen,
die preisen in die Mieten eine sogenannte Leerstandsrisikoprämie. Also wenn ihnen die Miete ausfällt, wie es jetzt vielleicht nicht so gut läuft und sie Leerstände haben, was typischerweise viel vorkommt bei Ladenflächen und bei Restaurants, dort sind die Risikoprämien besonders hoch, zwischen 5% und 10%. Das hat eigentlich der Mieter alles schon gezahlt. Er hat seine Epidemiologieversicherung gezahlt, er hat seine Risikoprämien auf Kredit gezahlt. Aber jetzt, wo die Risiken eintreffen, dann rennen alle davon und sagen, ah, oh, mit dem habe ich nichts zu tun, ich kann nichts dafür. Und man mutet eigentlich die Verschuldung den kleinen Leuten zu. Und man mutet die Verschuldung dem Staat zu. Und der Rudi Noser und ich haben mal so ketzerisch gesagt, du weißt was, eigentlich müssen wir ja sagen, anstatt dass die Immobilien, die vermietet wurden, in den Brief den Link angeben zum Corona, hier geht es zum Corona-Kredit, mach du Schulden, zu mir Miete zahlen. Dass man denen eigentlich müsste sagen, ja, wenn du ein Problem hast, weil du keine Mieteinnahme hast, dann komm du dich verschulden. Oder? Also die, aber das ist so, ui, nein, undenkbar, dass das Kapital sich irgendwie mehr müsste über das raus beteiligen, als der dringende, zwingende Eigeninteressendruck ist. Und das Eigeninteresse von Immobilienkapital ist jetzt natürlich, ja, das nützt uns auch viel, wenn die auch Konkurs geht. Also, aber ausblüten tun wir sie bis als Letzte. Die sollen von mir sparen lernen, die sollen sich verschulden, die sollen alles unternehmen, damit wir so wenig Ausfälle haben wie möglich. Obwohl wir ja euch immer ein Risiko haben und an euch eine goldene Nase verdient haben in der letzten Tiefzinsphase. Und wir euch auch nie von dieser Tiefzinsphase haben profitieren und wir unsere Margen ohne Ende gesteigert haben. Und auch im Übrigen noch jedes Jahr zwischen 2% und 6% Vermögenswertsteigerungen. Noch genommen haben, von denen ihr, liebe Mieter, bekommen habt. So, ausser wir Linke können das den Leuten ein bisschen aufzeigen, wie es läuft und eben, wie du schon schön gesagt hast, David, das Brennglas, wo eigentlich Probleme, die rum sind, oder Mechanismen oder Konzepte, die rum sind, mal so, ups, ein bisschen an die Oberfläche zu bringen, dass die Leute mal merken, hey, ah, so läuft das. Das habe ich mir noch nie überlegt. Jetzt sieht man das so schön. Und wenn uns das gelingt. Ja, ich glaube, es gibt viel zu tun, gerade in den nächsten Wochen und Monaten, zum Verfolgen und zum Schauen, dass eben die Krise nicht auf der grossen Mehrheit, das kannst du nicht die grosse Mehrheit breiten und ein paar wenige oben davon profitieren. Und das Hoffen ist vor allem, dass ihr in den nächsten Wochen im Parlament die richtigen Weichen stellen könnt für eine bessere Existenzsicherung, für den Strukturerhalt und ja, dass in der, bei der Finanzierungspolitik und bezüglich Schulden die richtigen Entscheidungen treffen. Absolut richtig. Einfach noch etwas, oder man ist in der Politik, man sagt immer, wir sind verantwortlich. Faktisch ist die organisierte Unverantwortlichkeit. Weil wenn jetzt zum Beispiel das Parlament nicht sollte man Mieter, Teilmieterlass zustimmen und es Massenkonkurs gibt und der Strukturerhalt nicht stattfindet, wo wir ja eigentlich alle wollen, dann kommt niemand und sagt, hey, du bist schuld. Also es muss eben keine Verantwortung nehmen. Und das ist auch etwas unter dem Vergrößerungsglas, dass Politik manchmal die organisierte Unverantwortlichkeit ist. Ja. Ja, dann lassen wir das da für den Moment stehen. Es gibt viel weiter zu diskutieren. Aber in dem Fall wünschen wir euch auf jeden Fall noch einen schönen 1. Mai, wo wir leider das erste Mal nicht können draußen verbringen, sondern müssen die Heim weiterhin im Lockdown feiern. Schön. Hey, lasst den Kopf nicht hängen, bleibt gesund und bleibt schön kämpferisch. Wir müssen noch einiges, es ist noch einiges um zu kämpfen. Tschüss. Tschüss. Und meldet euch, werdet laut. Tschüss.